So, meine liebe Community, damit herzlich willkommen zurück bei unserem Fernbus Flixbus Simulator. Wir haben schon alles zur Abfahrt bereit. Die nächsten zwei Haltestellen sind Halle und Leipzig, die jetzt auf dem Plan stehen. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ich würde sagen, wir fahren los. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Nummer nach rechten, schönes Riesenrad hier. Und es ist immer noch so richtig schöner Pissen im Spiel, aber gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, Regen hatten wir bisher im Spiel ja noch nicht so viel. Also finde ich gar nicht mal schlecht, dass es jetzt in-game mal regnet. In Real Life wäre schön, wenn wir mal wieder ein bisschen schöneres Wetter hätten. Also da ist der Regen schon wieder ein bisschen abartig gerade. Erst hatten wir über 20 Grad, hatten relativ gutes Wetter und jetzt ist wieder alles grau und grau und matschig draußen. Also es ist, Baba-Wetter. Gut. Andererseits, mich als Gamer stört's nicht. Als Gamer gibt's kein gutes und kein schlechtes Wetter. Da ist das Wetter immer gut.
habe ich auch schon installiert, aber ich darf leider erst ab morgen spielen. Da ich noch nicht, also ab 0 Uhr darf ich spielen, aber dadurch, dass ich um 0 Uhr keine Zeit habe, schon die ersten Folgen aufzunehmen, sondern wahrscheinlich erst morgen Mittag oder Spätmittag wird es die erste Folge Transim dann voraussichtlich morgen Abend geben. Also ich hoffe, das ist für euch okay. Wenn nicht, dann kann ich sowieso nicht ändern. Weil ich habe vorher einfach keine Zeit aufzunehmen, also geht es nicht anders. Jetzt nehme ich noch ein paar Fernbus-Simulator-Videos auf, also auch da werden morgen wahrscheinlich, schätze ich mal, zwei wieder auftauchen, also wieder zwei da sein. Die sind aber dann ja schon im Vorhinein aufgenommen, so dass ich mich dann morgen auf jeden Fall erstmal um zwei, drei Folgen Tramsim kümmern kann. Wobei ich überlege, wie immer, auch erstmal nur eine Folge zu machen, erstmal nur ein Angezockt zu machen und euch dann wieder entscheiden lasse, ob wir überhaupt weitermachen oder nicht. Weil Tramsim könnte auch ein Spiel sein, wo ich euch die Grundsachen zeige, hier Wien und auch mal eine Route in München zeige, weil erstmal abwarten, wie das ist. Hat Tramsim einen Karrieremodus oder nicht, das weiß ich nun noch nicht. Ich weiß nur, Tramsim zum Beispiel hat sehr viele Fahrpläne, die man einhalten muss, in Österreich und auch in München. Und wenn man da wirklich sehr viel Fahrplan machen muss, dann werde ich davon gar nicht, bin ich auch ehrlich, gar nicht so viel Let's Play machen, weil dann zeige ich euch ja eh immer nur ein und dieselbe Strecke. Und ich glaube, auch so viele Strecken hat der Tramsim gar nicht. Der hat nur ein paar wenige Strecken zur Auswahl. Da geht es halt primär um Fahrplan und so in Österreich und in München, soweit wie ich das weiß. Wir können natürlich auch morgen eines Besseren belehrt werden, weil wenn es natürlich einen umfangreichen Karrieremodus hat, Karrieremodus, den zeige ich euch dann dementsprechend schon, aber ist es wirklich primär Fahrplanmodus und sowas, dann gucken wir mal in die Challenges rein. Das Spiel soll ja auch ein paar Challenges haben, wie Bremstest und wie man richtig hält, wie man die Leute einsteigen lässt. Also dann schauen wir mal in die Challenges rein. Und wenn es Karrieremodus hat, wie gesagt, dann auch in Karrieremodus. Ansonsten wird es nur ein, zwei angezockt Folgen geben und dann schauen wir mal weiter, wie es dann damit weitergeht. Aber abwarten, wie gesagt, ich kann es euch erst genau sagen, wenn ich es auch wirklich gespielt habe. Kommt, Leute. Schleichen die hier mir, also die schleichen mir schon wieder zu viel rum hier. Von der Bahn, auch gut. Gut, theoretisch hätte ich aber auf meiner Spur bleiben können, weil es wieder eine doppelspurige Abfahrt ist, umso besser. Aber war ja frei. Wenn frei ist, dann fahre ich lieber auf der rechten Spur. Klar, die Polizei zieht mir auch vor die Latichte, ist klar. Gut, dass ich Reflex habe und direkt noch einen weiter nach rechts zucken konnte.
Ja, komm, fahr. Ich habe das Auto rüber. Ich wusste nämlich, dass meine Spur gleich aufhört. Irgendwie hatte ich das im Urin. Deswegen dachte ich, ziehen wir schon mal nach links rüber. Den Polizeiwagen haben wir noch schnell durchgelassen. Aber den anderen hinter uns, den habe ich ein bisschen ausgebremst. Da bin ich auch mal vorgezogen. In der Hoffnung, dass er uns nicht reinfährt. Aber ab und zu geht sowas ja auch mal gut. Also was für ein Weltwunder. Aber wir wissen ja, niemals den Tag vom Abend loben und so weiter. Gut, wir haben jetzt schon wieder Abend. Aber obwohl ich die aufnehme, es ist schon wieder relativ spät. Gestern, wie ihr wisst, habe ich ja 3 Folgen aufgenommen. Da waren gestern noch 2 Folgen von da. Und heute Mittag kam, glaube ich, eine. Und jetzt in der Aufnahmezeichnung versuche ich, die Folge für heute Abend fertig zu kriegen. Und ich schätze mal wieder, wie gewohnt, schon 2 für morgen. Eine für morgen Vormittag und eine für morgen Mittag. Weil ich ja morgen Mittag dann mit Ramsim, wie gesagt, weitermachen möchte. Also zumindest angezockt machen möchte. Also muss ich gucken, wie ich das alles in mein Zeitfenster reinkriege und für euch aufnehme. Also dafür, dass ich das alles nur als Hobby mache, da würde ich mir echt freuen, dass ihr auch alle brav abonniert, für die, die es noch nicht getan haben. Und im Allgemeinen auch schön Likes da lasst und ein bisschen kommentiert. Denn Support ist bekanntlich kein Mord. Weil dann weiß man auch, für was man sich die Zeit nimmt und für was man das Ganze macht. War klar, dass der sich da wieder reindrückt. Drecksau. Und du auch noch, oder was? Nein, du hinter mir nicht. Aber jetzt haben wir rot. Hätte der sich da nicht reingeprügelt und durchgepresst mit Vollgas, dann wären wir auch noch über Grün gekommen. Aber jetzt muss ich wieder auf den Passatfahrer Rücksicht nehmen hier. Schön ist, dass wir mal wieder eine Tour haben, die hier doch über weitere Strecken hier wieder über Landstraße geht. Ich mag das, ich fahre gerne Landstraße in dem Spiel. Aber ich finde schon mal gut, gerade wenn man so eine Bambusleitung hat wie ich,
dass ich Transim schon vorinstallieren durfte. Also installiert ist es, wie gesagt, aber spielen darf ich es halt noch nicht. Sonst hätte ich das jetzt heute schon gemacht. Aber dann hätte ich es auch erst ab 0 Uhr freischalten dürfen, weil wegen Embargo und sowas. Hätte ich die CD-Version von Transim, dann könnte ich es schon spielen, aber ich habe die digitale Version. Und mit der CD-Version könnte man auch aufnehmen. Klar, aber die Videos dürfte ich erst ab 0 Uhr veröffentlichen. Das Spiel gibt es zwar schon auf PC, also irgendwie ist es immer schwachsinnig, meiner Meinung nach Bullshit und Schwachsinn, dass man dann die Konsolenversion davon nicht zeigen darf, bevor der offizielle Release ist, weil wie gesagt, es gibt ja schon Videos auf YouTube und Twitch und so weiter, also Videos davon und gibt es halt schon, weil das Spiel auf PC schon da ist, aber... Naja, ihr wisst das ja, wie es so ist. Aber dadurch, dass ich die digitale Version mir gekauft habe, hat es eh erledigt. Die wird ja eh erst später freigeschalten. Das heißt, ich kann dann erst im Laufe des morgigen Tages dann für euch anfangen aufzunehmen. Hier, das meine ich mit nachts. Wenn ihr nachts unterwegs seid, egal ob Landstraße oder Autobahn, da ist es so schön ruhig. Die KI nervt einen nicht. Also nachts kann man doch viel chilliger über die Autobahn fahren. Also so wie im Real Life halt auch. Also das ist schon echt gut. Das Einzige, was nachts eben nicht so geil ist, ist die Qualität auf YouTube, glaube ich. Weil YouTube rendert das alles ja leider noch ein bisschen dunkler, als es bei mir hier wirklich ist. Aber gut, das kann ich ja leider nicht einstellen, also nicht beeinflussen. Weil ich finde, jetzt gerade geht's von der Dunkelheit her. Kilometer bis Halle, also nicht mehr weit, dann haben wir den ersten Halt für heute geschafft.
ist hier aber auch lustig. Steht eine Autobahnausfahrt, um auf der anderen Seite wieder drauf zu fahren. Hat er festgestellt, nachdem er abgefahren ist, ups, ich bin hier falsch, ich muss doch weiter geradeaus fahren und fährt auf der anderen Seite wieder drauf. Null. Hätten wir gar nicht so stark abbremsen brauchen, weil die Ampel doch relativ schnell grün wurde, aber wer weiß das schon. Na, war ja klar. Da ist Halle, ne? Ach da, links schon rein, hier sind wir doch schon da, das ist unser Bus, ein schöner Busbahnhof in Halle, der gefällt mir. Müssen Sie es da in eine Lücke suchen, irgendwo dazwischen, das gefällt mir, das sieht gut aus. Also ich weiß nicht, wie das hier bei Tag aussieht, aber bei Nacht schon mal nice. Also doch, der Halle Busbahnhof gefällt mir, muss ich sagen. Ist hier schön hier reinfahren, in so eine Nische, in so eine Busbucht. So, damit ist Halle freigeschalten, doch, das finde ich, gefällt mir sehr gut. Was mir halt echt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, falls ihr das Spiel spielt, oder ob euch das beim Zuschauen auch aufgefallen ist, umso länger unsere Tour geht, wir müssen das zwar leider über mehrere Folgen machen und die Spielstände dann immer neu laden, wenn ich wieder eine neue Aufnahmesession mache und so, aber wir haben schon wieder Folge der Navigation zum nächsten Ziel. Ab einer bestimmten Haltestellenanzahl steigen keine Passagiere mehr zu. Da steigen noch ab und zu welche aus, klar, die hier hin wollten. Aber es steigen keine neuen mehr ein. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das Zufall ist oder nicht. Aber ist mir halt so aufgefallen. Also irgendwie war ja in Hannover schon so, in der letzten Folge, ab Hannover sind keine Leute mehr zugestiegen. Vorher immer schon. Und jetzt schon die zweite Haltestelle, wo keine Leute mehr rein wollen. Also mich würde nicht wundern, wenn wir jetzt weiterfahren nach Leipzig, wenn gleich in Leipzig auch keine einsteigen wollen. Weil irgendwie, wenn wir einmal das haben, dass keine Leute mehr einsteigen wollen, dann hatte ich das schon öfters, dass dann bis zur Endhaltestelle plötzlich keine Leute mehr einsteigen wollen. Also müssen wir in den nächsten Folgen echt mal drauf achten, ob das so bleibt. Ob da wirklich keine Leute einsteigen wollen oder so, weil dann glaube ich, dass es ein Bug ist. Weil das andauernd keine mehr einsteigen wollen, das ist mir irgendwie schleierhaft. Das glaube ich jetzt nicht. Klar, wer fährt schon zu so unseriösen Abfahrtzeiten um 2.35 Uhr, aber egal. Trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Das ist schon... Ich finde es ein bisschen strange, ein kleines bisschen komisch. Gut, dass es jetzt wiederum Meckern auf hohem Niveau, soll uns ja nicht weiter stören. Weil dann können wir hier gleich hingehen. Ja, rasten müssen wir sowieso.
Ja, dann können wir gleich hingehen und rasten. Dann können wir aber auch nach dem Rasten gleich hingehen und hier die Fahrt überspringen, bis zur Abfahrt springen. Ihr wisst, was ich meine. Einmal bis zur Abfahrt springen. So, und dann will ich auch gar nicht so lange weiterschnacken, sondern gleich hier die Fahrt starten und weiter Richtung Leipzig fahren. Aber dass ihr mal so meine Verwunderung mitkriegt, warum seit geraumer Zeit, wenn man eine Tour länger fährt, keine Leute mehr einsteigen wollen. Also ich glaube, das ist einfach ein Bug. Ist halt Meckern auf hohem Niveau, ja, keine Frage. Ist auch ein bisschen komisch. Ich finde es jetzt nicht weiter schlimm, weil dann kann ich jetzt hier zack, Ansage an und direkt weiterfahren. Dann haben wir uns das Einchecken die 1-2 Minuten gespart. Mehr ist es nicht, aber egal. Und es gibt halt eine Trophäe, wenn man so und so viele Passagiere eingesteckt hat. Das dauert natürlich umso länger, umso weniger bei Natur dann mitfahren wollen. Aber egal, jetzt genug darüber diskutiert, weiter geht die Fahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, während die Bandansage durchgelaufen ist, sind wir auch schon wieder fast da. Von Halle nach Leipzig ist nicht weit, noch 20 Kilometer. Dann haben wir für dieses Video unsere zwei Haltestellen schon wieder abgefrühstückt. Und ich sage euch das, was ich gerade gedacht habe, in Leipzig will auch keiner einsteigen. Dann hatten wir nämlich in der letzten Folge in Hannover keine, die mit wollten, hatten jetzt in Halle keine, die mit wollten und Leipzig wäre, wenn es denn jetzt wirklich so ist, die dritte Station, wo keiner mit will. Weil das ist mir ja schon öfters aufgefallen, auch in den anderen, also bei den anderen Touren, dass sobald das erste Mal das Phänomen halt auftritt, es will keiner mehr mitfahren, dann tun die manchmal wirklich
bis zur Endhaltestelle nicht mehr mitfahren wollen. Also bin ich jetzt echt mal gespannt drauf, was jetzt in Leipzig passiert. Also das Spiel kann mich ja gerne jetzt eines Besseren belehren. Ob meine Theorie stimmt oder nicht. Da ist wieder ein Riesenrad in Leipzig. Überall ist hier Rummel, wa? Hier, Maikirmes ist ja bald wieder. 1. Mai-Wochenende, da ist wieder in sehr vieler Orts wieder Maikirmes überall. Gut, das heißt dann zwar nicht überall gleich, aber viele können das mit dem Begriff anfangen. Das sind jetzt diese Frühjahrskirmesen, die jetzt wieder überall stattfinden. Kirmes, Rummel, whatever. Beim einen heißt Kirmes, bei anderem Rummel, beim anderen wieder anders. Da schaffen wir noch, gelb ist mir egal. Warum ich vorhin beim Halle rausfahren so zickzack gefahren bin, also linke Spur, rechte Spur, linke Spur, rechte Spur, ja, es lag ganz einfach am Navi, weil ich einfach mal versucht habe, wirklich nach Navi zu fahren, so dass hier unser grüner Zeiger auf der orangen Spur auch wirklich auf der orangen Spur ist. Weil wenn ich danach gehe, müsste ich jetzt auch linke Spur, aber wenn ich es richtig sehe, soll ich nach der Kreuzung wieder auf die rechte Spur fahren, also links rüber zacken und rechts rüber zacken. Also deswegen sage ich ja immer, auf das Navi dürft ihr euch noch nicht verlassen, also ihr müsst teilweise nach Instinkt und Schildern fahren. Also das Navi, das, naja, aber lassen wir das. Habe ich auch schon mittlerweile oft genug thematisiert. Damals leicht die Bordsteinkante mitgenommen, aber es hat komischerweise diesmal, obwohl wir die Bordsteinkante leicht touchiert haben, diesmal keiner von den Fahrgästen gemeckert. Sonst meckern die immer gleich. Rowdy. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Leipzig auf freigeschalten. Und genau das meine ich hier. Folge der Navigation zum nächsten Ziel. Also wieder keine Leute einchecken. Hannover in der letzten Folge nicht. Jetzt in, wie gesagt, in Halle nicht und Leipzig auch wieder nicht. Also wahrscheinlich dann in Dings auch nicht. Was kommt denn jetzt nach Leipzig als nächstes?
Als nächstes kommt Erfurt, da dann wahrscheinlich auch nicht und Nürnberg auch nicht. Würde mich nicht wundern. Gut, jetzt sollte ich in Leipzig eigentlich wieder rasten, aber das haben wir ja schon vorher mal gemacht. Aber aufpassen auf dem Weg nach Erfurt, eventuell dann, dass wir dann eine Rast finden. Weil jetzt kommen nämlich dreimal Rasten hintereinander. Einmal von, jetzt von Leipzig nach Erfurt, dann von Erfurt nach Nürnberg und von Nürnberg nach Kassel müssen wir auch wieder rasten. Da scheinen also wieder ein paar längere Strecken dazwischen zu sein. Muss ich dann mal aufpassen und schauen, wobei ich glaube, dieser Plan hier, diese Checkliste, die ist auch falsch, weil wir hätten ja offiziell erst nach Leipzig jetzt rasten sollen. Ich musste aber ja schon in Halle rasten auf dem Weg nach Leipzig. Also dieser Plan hier, der ist auch voll für die Katz, voll für den Arsch, wie auch immer ihr das nennen wollt. Also danach könnt ihr auch nicht gehen. Das sind alles nur ungefähre Angaben. Aber gut, nichtsdestotrotz, für dieses Video sind wir am Ende angekommen, weil ich habe ja gesagt, ich versuche jetzt bis zum Ende der Tour immer zwei Bushaltestellen anzufahren. Also nächste Folge wäre dann wieder Erfurt und Nürnberg. Übernächste ba dann Kassel und Paderborn und dann immer so weiter, sodass wir immer bis zum Ende zwei Haltestellen haben. Das versuche ich so. Ob es mir gelingt, werden wir gemeinsam herausfinden. Und dann sage ich halt wie immer, wenn es euch gefallen hat, an dieser Stelle dann wirklich gerne liken, abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, die Glocke aktivieren und nur gerne kommentieren, denn Support ist kein Mord und dann überspringen wir das Ganze hier schon mal, dass wir in der nächsten Folge gleich losfahren können und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Maulwurf. Ciao, ciao.